Nächste Frage hat der Reitschuster. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. So, jetzt mal die Hand aufs Herz. Sind das nicht wunderbare Worte, die der neue Sprecher der neuen Bundesregierung, früher selbst Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz, da vorgetragen hat am Montag? Ich konnte am Montag keine Fragen stellen auf der Bundespressekonferenz. Meine wurden nicht verlesen. Heute konnte ich das und heute konnte ich den Sprecher an seinen Aussagen messen. Ach. Ja, der Stoßseufzer, den Sie hier gerade gehört haben. Das war die erste Reaktion von Herrn Hebestreit auf die erste Frage von mir. Ich möchte eine Online-Frage von Boris Reitschuster mit einfügen. Ich war ausgesprochen überrascht über die Reaktion der Bundesregierung. Ich glaube, ich möchte mir die Unterstellung, die in der Frage bei Herrn Reitschuster mitschwingen, nicht zu eigen machen. Böse Zungen hatten mir ja schon gesagt, es könne die Zeit kommen, wo ich mich noch zurücksehnen werde nach Steffen Seibert, obwohl wir alles andere waren als beste Freunde. Als ich mir die Antworten der Bundesregierung heute anhören musste, da musste ich an diese Warnung zurückdenken. Ich habe mich der Diktion von Herrn Reitschuster nicht angeschlossen. Es war für mich sehr bitter, wie die Bundesregierung heute reagierte. Schauen Sie sich das an in meiner Zusammenfassung. 10 Minuten sind es diesmal. Das ist mir nicht bekannt. Wie am Montag, warum 10 Minuten? Weil ich es im zensurfreien Internet bringe, auf Getter, dem Netzwerk, wo nicht zensiert wird. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit mir rübergehen auf Getter. Glauben Sie mir, Sie werden es nicht bereuen. Die Reaktionen bzw. Nichtreaktionen der Bundesregierung sind ausgesprochen vielsagend. Da geht es zum einen um das Thema Telegram und um Zensur in den sozialen Netzwerken, die es laut Bundesregierung überhaupt nicht gibt. Also das ist ein Phänomen. Wenn ich gesperrt werde, dann bin ich nicht zensiert. Es ist phänomenal. Zum anderen geht es auch wieder um Corona-Fragen, wo genauso gemauert wird, wenn nicht noch mehr als unter der alten Bundesregierung. Es ist unglaublich, was ich da heute auf der Bundespressekonferenz erlebt habe. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie hier, lassen Sie ein Like da und damit wir hier noch ein bisschen diskutieren können, mache ich als Backstage ein paar Aussagen heute von der Bundespressekonferenz. Alles Gute, wieder reinschauen, bleiben Sie dabei, nicht unterkriegen lassen. Danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Zusatz? Nachfrage dazu. Die Pläne wurden ja nach Recherchen auf dem Messenger-Dienst Telegram geschmiedet, verbreitet. Die Ministerin hat sich schon zu diesem Dienst geäußert. Mich würde noch mal interessieren, wie umsetzbar halten Sie es, dass Telegram auch über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst wird und wie stehen Sie zu Geoblocking gegen Telegram, wenn Fristen der Löschung von Inhalten nicht eingehalten werden? Vielen Dank. Ja, im Grunde genommen kann ich nur auf das verweisen, was wir hier auch schon am Montag dazu gesagt haben. BMI, BMJ haben dazu ja bereits Stellung genommen. Aktuell ist es so, die Bundesinnenministerin hat sich klar dazu geäußert, dass sie dieses Problem priorisiert und jetzt angehen wird. Wir haben keine fertigen Maßnahmenprogramme. Und wir müssen natürlich auch immer sehen, bei allem, was wir uns über technische Möglichkeiten Gedanken machen, muss das natürlich auch auf einer rechtlichen Basis stehen. Und dazu komme ich eben zu dem zurück, was hier bereits am Montag gesagt wurde. Fertige Maßnahmenprogramme, sei es jetzt rechtlicher Art, sei es technischer Art, liegen aktuell nicht auf dem Tisch. Herr Busse?
Ja, eine Frage, weil das, ich sehe das in einem Sinnzusammenhang zu den Drohschreiben, über die es Berichte gibt, die unter anderem an Abgeordnete und Journalisten gegen andere öffentliche Institutionen. Inwieweit wurde da das BMI informiert? Wie bewerten Sie das, diese Drohschreiben, die offensichtlich im Zusammenhang mit der Debatte um die Impfpflicht stehen? Und gehört die Bundesregierung, gehören vielleicht einzelne Ministerien auch zu Adressaten dieser Briefe mit unappetitlicher Beilage? Mir sind Drohschreiben gegen das Bundesinnenministerium, gegen andere Bundesressorts aktuell nicht bekannt. Sie können aber davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hier sehr intensiv zusammenarbeiten und sich über dieses Thema auch konstant und kontinuierlich austauschen. Zusatz. Eine Nachfrage, können Sie denn was zum Ausmaß sagen, wie viele dieser Drohschreiben ungefähr unterwegs sind oder waren? Dazu liegt mir jetzt hier keine Zahl vor. Herr Dr. Wede oder vielleicht auch Herr Hebestreit, Pia Lamberti, die Wissenschaftlerin, die sich mit Ursachen von auch Radikalisierung, Verschwörungstheorien befasst, hat gesagt, eine Regulierung von Telegram würde ja nicht die Menschen, die sich dort so äußern, wie sie sich äußern, aus der Welt schaffen. Die seien weiterhin da und unter Umständen sei die Gefahr, dass bei einem Verbot oder einem Eingriff in solche Plattformen dieser Radikalisierungsprozess eigentlich noch weiter voranschreite. Wie reagieren Sie auf diese Gefahr? Gibt es in der Besprechung von Maßnahmen etwas, was solche wissenschaftlichen Positionen zum Beispiel mit einbezieht? Fange ich an. Ich glaube, das Thema Hass und Hetze im Netz ist etwas, was diese Bundesregierung wie auch ihre Vorgängerin und uns alle ja massiv beschäftigt. Ja, und zwar in mehrfacher Hinsicht, leider auch dahingehend, dass die Bundesregierung und ihre nahestehenden Medien selber massiv Hass und Hetze schüren, die sich dann auch im Internet wiederfindet. Weil ich überhaupt nicht negieren will, dass das von der anderen Seite auch passiert. Darüber brauchen wir nicht reden, aber die Bundesregierung kippt hier auch massiv Öl ins Feuer. Ich meine die alte, aber da war ja die jetzige Regierung zur Hälfte schon dabei. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, allein darauf, welche rechtlichen Maßnahmen man angehen kann, um dagegen vorzugehen, sondern es geht erstmal darum, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es auch Regeln im Netz gibt und auch der Umgang miteinander irgendwie geregelt werden muss. Und da geht es nicht darum, Stimmen zu unterdrücken, sondern Telegram, ich bin jetzt kein Social-Media-Experte, aber die Abgrenzung zwischen Facebook und Twitter, die dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterliegen und diesem sozialen Messenger-Dienst, der auch Hunderttausende von Nutzern mit einzelnen Nachrichten erreicht, ist ja fließend. Und dass man sich da anguckt, dass wenn es diese Funktion erfüllt, dass auch die rechtlichen Regeln dafür gelten, ist, glaube ich, nicht verwerflich, auch wenn man sich danach die Frage stellen muss, die ja auch den Kollegen vom Innenministerium gerade beschäftigt, wie man das auf rechtlich solide Basis und dann auch technisch möglich schafft. Jetzt ist Ihre Frage, was macht man, wenn man diese Stimmen vermeintlich unterdrückt? Darum geht es nicht. Diese Stimmen kann man immer äußern. Die Frage ist, ob man sich an die Regeln hält, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben dafür. Und zu Hass und Hetze aufzurufen, ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft so nicht akzeptieren wollen. Keine Ergänzung. Die Frage war konkret, da ja sozusagen die Übergänge, wie Sie es auch beschrieben haben, fließend sind, da es sich auch letztlich ein Stück weit um Eingriff in Informations- und Bürgerrechte handeln kann, wird in der Überlegung, welche rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden, werden da zum Beispiel Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Frau Lamberti oder andere mit einbezogen in den Prozess, um sozusagen die Komplexität der Eingriffe und der Folgen und Ursachen mit zu berücksichtigen. Also, Herr Jessen, es handelt sich ja hier noch nicht um eine abgeschlossene Maßnahme, die wir jetzt sozusagen schon beschlossen haben. Natürlich das Problem, das Sie ansprechen, das sehen wir auch. Aber der nächste Schritt, der jetzt geplant ist, ist ja nicht, dass wir Telegram in irgendeiner Form, wie auch immer, komplett abschalten oder verbieten, sondern zu regulieren. Und hier sieht das Gesetz, hier sieht das NetzDG, hier sehen auch die allgemeinen Gesetze bereits Regelungen vor. Also Schritt 1 unseres Anliegens ist, dass sich Telegram an die bestehenden Gesetze hält, was aktuell nicht der Fall ist. Danke. Christine Joachim aus dem ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Kautz.
Wir haben ja gestern erfahren vom Gesundheitsminister, dass wir offensichtlich nicht genug Impfstoff haben. Jetzt ist die Frage, können Sie schon mal genau beziffern, wie viel zu wenig wir eigentlich haben? Da gab es ja gestern noch keine Zahlen. Wie viel denn jetzt noch geliefert wird? Und wie es dann plötzlich überhaupt zu dieser Lücke kommen konnte? Also es hieß ja immer, meine ich mich zu erinnern, von Herrn Spahn, dass gerade für die Boosterimpfung eigentlich genug Impfstoff eingelagert wäre. Also was ist da jetzt passiert? Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Impfstoffkampagne, die wir zurzeit machen, die Boosterkampagne sehr, sehr gut läuft. Wir Rekordzahlen registrieren, auch genug ausgeliefert wird, um das Ziel, was wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, 30 Millionen Boosterimpfungen zu erreichen. Es kann erreicht werden, wenn die ausgelieferten Dosen auch wirklich verimpft werden. Was bei der Inventur herausgekommen ist, ist, dass in den ersten 3 Monaten des Jahres deutlich weniger Impfstoff ausgeliefert werden kann, als das jetzt der Fall ist. Aber der Minister ist dabei, auf sämtlichen Kanälen zu versuchen, zusätzlichen Impfstoff zu beschaffen und wird Ihnen über diese Bemühungen sicherlich morgen berichten, wenn er in der Bundespressekonferenz ist. Zusatz? Ja, noch die Nachfrage, woran liegt das denn, dass weniger geliefert werden kann in den nächsten 3 Monaten oder in den ersten 3 Monaten des ersten Jahres, des nächsten Jahres? Das sind die Zahlen, die wir haben. Also es ist im Vergleich zu jetzt ist es auf jeden Fall nicht genug. Und wir müssen, gerade weil wir mit der Omikron-Variante konfrontiert sind, müssen wir schnell viele Menschen impfen. Und dafür brauchen wir mehr Impfstoff.